Oh, God. The torment I have to endure. I still hear the scratching in my head. Deeper and deeper, and my hands cut so many times on broken bottles, each night drowning in a cold sweat. But there is a way. A way to bring back what life took from me, the only precious thing. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und zwar ist es Layers of Fear. Ja, ein Horrorspiel, falls die meistens nicht kennen. Es ist ein Indie-Horror-Game, soweit ich weiß, welches sich hier die meiste Zeit im Haus stattfindet, glaube ich. Also natürlich kann es sich ändern, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall startet es hier in diesem wunderschönen Haus. Und ja, wir sind eine Person, ein Mann, würde ich behaupten, der gerade geredet hat, und wir wollen irgendwas in unser Leben zurückbringen, wie wir ja gerade im Intro gesehen haben, und zwar das, was das Leben uns genommen hat. Wir wissen noch nicht was, das werden wir in dem Let's Play womöglich herausfinden. Eine Hundeklappe, was auch immer das zu bedeuten hat, werden wir vielleicht später herausfinden. Ein Kissen. Die Grafik nebenbei ist schon recht geil. Muss man sagen, alles schön mit Detail überarbeitet. Wirklich wundergeil. Wundergeil. Das neue Wort. Wundergeil. Ja, ein Bild, was, keine Ahnung, wen. Ah, wir können mit Rechtsklick zoomen. Ich weiß nicht, wen das darstellen soll. Vielleicht sind das wir. Vielleicht ist das, ja, wenn ich sagen würde, unsere Frau. Und unsere beiden Kinder. Es sieht auf jeden Fall so aus. Oh, das ist natürlich einfach nur ein Porträt, welches wir gemalt haben aus Renner. Da war eine Ratte. Ja, die Türen lassen sich nicht so einfach öffnen, wie ich dachte. Hä? So, hier haben wir eine Kiste. Da, bleib auf. Offen. Was haben wir? Ein Zeitungsartikel. Some call in the new Caravaggio. Wahrscheinlich über ihn selbst, über uns selbst. Dass wir sind ja ein, sind wir ein Maler? Es scheint so, wir sind ein Künstler. Great Leonardo. Sonst hätte er das nicht, sonst hätte er das nicht hier. Über wen soll es sonst sein? Und man sieht ja schon im Intro, also, im Intro-Bild, dass wir ein Künstler sind. Ein Maler, sonst wäre die Leinwand ja auch nicht da. Das haben wir hier. Sehr, sehr merkwürdig. Zwei durchstrichene Gesichter. Naja. Warum und wer das getan hat, wissen wir nicht. Das sind wahrscheinlich wir und unsere Frau, natürlich. Was haben wir hier? Dominosteine. Eine Vorliebe für Dominosteine und eine Brillenkiste, soweit ich das sehe. Mit Rosen drauf. Sehr hübsch, muss ich sagen. Und Zigaretten. Ich glaube, das sind Zigaretten. Das ist natürlich alles nur Spekulationen. Spekulatius-Kekse über alles. Aber ein recht schönes Haus, muss ich sagen. Schöne. Obwohl, also ich würde in so einem Haus gar nicht gerne leben. Einfach nur, weil ich solche Häuser sehr gruselig finde. Naja. Schon nur mit Kerzen so ist echt nicht so meins. Das ist mir zu altmodig. Aber es sieht auch nicht so aus, als wäre es, als wäre, das fängt schon gut an. Als wäre das im heutigen Zeitalter. Long Day. Was für Buchstaben, Alter. Long Day. Popkill. Wahrscheinlich vom Hund. Das mit der Hundefalle hatten wir ja auch schon gesehen. Hier eine runtergefallene Uhr. Runtergefallen oder runtergeschossen oder runtergeschlagen, wissen wir noch nicht. Hübsche Uhr. Überall sehr viele Zettel und kaputte Weinflaschen. Pinsel. Ja, eine Pfeife zum Rauchen.
Zum was sonst? Was haben wir hier? Oh, ein Zettel. My love, even though you have not been born yet, I can feel already your presence. It's simply amazing. I just can't believe how lucky I am. A year ago, all I had was talent and ambition. Now against all... Ich krieg's nicht gelesen. Ads. I have a career, a loving husband and you. I have never been a deeply religious person. I guess what other people look for in a sermon, I found in perfecting my art. But now I can't help but feel like there's a higher power watching over me. They once told me that I would never succeed as a musician. Now I'm playing sold out concerts at some of the most prestigious venues in the country. Die Schrift ist echt nicht so geil. They also said I had a difficult character and that I would never find a soulmate. Guess again. Finally, a doctor once told me that I would never be able to have children of my own. And yet, here you are, within me. I am quite possibly the happiest woman in the world. I love you so much. Das ist natürlich von der Frau geschrieben, soweit ich weiß. Das heißt, wir haben ein Kind bekommen. Oder auf jeden Fall hat sie ein Kind erwartet. Falls sich jeder das Ganze verstanden hat, kann ich das ein bisschen übersetzen. Also es geht natürlich um die Tochter. Ich spüre deine Präsenz. Es ist atemberaubend. Ich kann nicht fassen, wie glücklich ich bin. Ein Jahr zuvor hatte ich nur Talent und ein bisschen, weiß nicht genau, was das heißt. Jetzt gegen alles. Ich habe eine Karriere, einen liebenden Mann und dich und so weiter und so fort. Ja, wer das Ganze nicht versteht, tut mir wirklich sehr leid. Ich glaube nicht, dass ich alles wirklich übersetzen werde. Zack. Ich habe es auf Englisch, weil ich Englisch mag. Kleidung im Esszimmer, was mich sehr... ich glaube nicht, dass das normal... Ich glaube nicht, dass das normal ist. Okay, mit E können wir drehen. Okay. Jetzt haben wir Mausefalle. Ja, wir haben ja die Maus vorhin gesehen. Das heißt, wir hatten ein Mauseproblem. Mäuseproblem, Möseproblem. Ein ziemlich gehöriges Mauseproblem. Scheinbar. Aber hier haben wir nicht wirklich interessante Dinge. Was haben wir hier? Einen Zettel. Sir, I didn't touch the workshop, just like you asked. Although I can't imagine the mess that's inside. Also if you care so much for that room... Care so lunch for that room? Nee, so much. Keine Ahnung. Maybe you should pay more attention to where you leave the keys. I brought them back to your office. Have a nice day. Das ist wahrscheinlich unser Diener gewesen. Ja, das heißt, wir haben Schlüssel in unserem Büro. Da werde ich noch nicht hingehen. Das, werde ich nicht tun. Nein. Nein, werde ich nicht. So, die Küche. Hoffentlich nur Wein. Man kann hier wirklich alles aufmachen. Das heißt, es wird sich auch einiges verstecken. Hier haben wir echt eine leckere Küche, muss ich sagen. Ja, mit ordentlichen Früchten und so weiter und so fort. Ist echt nicht schlecht. Schon geil. Ist ja noch... Alles sehr nett. Paprika, Zucker. Manches doppelt. Naja. Bitte sag mir, dass ich die Tür selbst geschlossen habe. Keine Lampe? Doch. Haha. Tücher. War ja klar. Was haben wir? Na.
Geh auf! Nee, ich will wissen, was da ist. Ah, Rattengift. Effective when used as a bait potion. Water potion, tracking potion. Gegen das Rattenproblem natürlich. Ein Spiegel, ob wir uns selbst sehen. Wir sehen uns selbst. Der Spiegel hat nicht so die geile Qualität, die ich erwartet habe. Das Wasser. Funktioniert aber. Sehr schön. Ja, und wir humpeln. Was weiß ich, warum? Parfüm. Oh. Schönes Parfüm. Aha. Ah, hier. Hier sehen wir es ja. Unter dem Knie Prothese. How the hell did they fuck up? Keine Ahnung, was da steht. Das ist also die... Ja, aber klar. Die sieht echt nicht... Das Klo geht nicht. Also... Ich würde sagen, wir gehen nach oben. Ich glaube, oben ist unser Büro. Können wir die schönen Bilder betrachten. Ein Zwerg mit einem Säbel. Echt schön. Naja. Scheint mir sehr skurrile Bilder zu sein. Ein Gehstock. Wahrscheinlich von uns. Den wir anscheinend aber nicht benötigen. Wir sind ja echt wohlauf. Was ist das? Naja. Fängt ja echt gut an. Was haben wir hier? Ah, eine Weinflasche, die nicht kaputt ist. Das wundert mich. Echt schöne Bilder. Das könnte vielleicht einer unserer Hunde sein. Vielleicht aber auch nur. Es fängt echt super an. Notenblätter, die wir natürlich nicht lesen können. Ich glaube, da ja seine Frau Musikerin ist, ist das natürlich alles ihres. Ja, das Rattenproblem, ja. Er hat ja welche angerufen. 555-3825. Wir helfen Ihnen für Ihr Rattenproblem. Bitte geh nicht auf. Dankeschön. Das sieht echt nicht lecker aus. Auf jeden Fall ist das kein Wein. Ja. Ich will auch nicht wissen, was das ist. Muss ich sagen. Alter! Weinflaschen, die nicht kaputt sind. Was macht so viele Weinflaschen? Die sind doch nicht... Ah, hier wieder ein... Das neue Gesicht der Musik. Eine Nacht in der Opera. Krieg bekommt eine Nacht, die man... wie nennt man das nochmal? An die man sich erinnert. So. Not be a household name yet, but just gave her time. The incredibly talented multi-instrumentalist gave an astounding performance last night, winning over even the most ardent naysayers. She was simply astounding. I haven't seen such passion, energy and skill in years, stated famed pianist Daniel Richter. He was not alone in his praise. It seems that even Anthony Giles, one of... alles ge... Keine Ahnung. Scheint mir sehr awkward und wer auch immer das zerrissen hat, durchstrichen hat, war, keine Ahnung, wer das war. Dumpling all around, dumpling all around, dumpling all around.
Der springt ja anscheinend sehr oft rum. Oh. Okay, ein Flammen. Ein Feuer, das entbrochen ist am Freitag. Disastrous fire at the new department store kills dozens, injures hundreds. The long-awaited opening of the Galactic Department Store turned into hell on Earth when the building's wiring burst into flames. The ensuing panic forced many of the visitors to gather by the emergency exits. Aha, das hat anscheinend dann jemanden getroffen. Ich würde sagen, seine Frau. Das ist aber natürlich nur eine Vermutlichung. Ja. Ein Ring. Seiner Frau wahrscheinlich, also geschlagener Spiegel, zeugt von Selbsthass. Das weiß ja jeder. Und 7 Jahre Unglück natürlich, das darf man nicht vergessen. 7 Jahre Unglück beim Sex. War Sex? Ich weiß nicht mehr was. Ich glaube im Geschlechtsverkehr hat man dann 7 Jahre Unglück. Na dann, viel Spaß mit deinem Cock. Mit deiner Wurst. Verbänder für die Prothese wahrscheinlich. Okay. Hab nur kurz was geschaut. Da kommen wir aber noch nicht durch. Wir müssen irgendwo ins Büro. Das Büro befindet sich. Keine Ahnung. Dort befindet sich das Büro. Wir werden jetzt in das Büro gehen, welches nicht wirklich sehr hübsch aussieht. Also doch, es ist hübsch, aber nicht wirklich einladend, meiner Meinung nach. Zigaretten. Ich glaube, das sind Zigaretten. Was glaubt ihr? Ich glaube, das sind Zigaretten auf jeden Fall. Was haben wir hier? Sehr viele Briefe. Was für viele Blätter der hat. Ich mache jetzt das Licht mal an, das sieht man besser. Die kann man nicht aufmachen. Schade. Boah, cool. Vollgepumpt mit Effekten, Alter, wieder Weinflaschen. Also, echt ein Alkoholikerproblem hatte der Boy. So richtig. Wahrscheinlich nach... Ich glaube echt, dass die Frau bei diesem Feuer ums Leben gekommen ist. Glaube ich zumindest. Der Schlüssel. Von dem Zimmer unten natürlich. Würde ich behaupten. Wäre auch komisch, wenn das nicht so wäre. My dear friend, let me ask you one simple question. Have you completely lost your goddamn mind? I know you're going through some hard times right now, I really do. That's why I agreed to let you do those illustrations in the first place, for old time's sake. I even deliberately gave you a trivial task because I expected Little Red Riding Hood to be something you can draw in your sleep. What I didn't expect is to get this demented nightmare fully submitted for a kid's bedtime story. There's no way in hell I'm using this, and I already regret agreeing to a payment in advance. Please get your shit together. Your old pal, Liam Brickstone. Preparers Published LTD. Er sollte also ein... Das finde ich auch echt komisch. Was steht da überhaupt? Kriegt man nicht gelesen. Wie immer. Kriegt man nie gelesen. Auf jeden Fall hat das wahrscheinlich was mit, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Hier haben wir es. Sieht ja eigentlich ganz okay aus. Sieht jetzt nicht so gruselig aus. Hier ist natürlich die Rotkäppchen und der kleine Wolf, der darauf wartet. Dann fragt er natürlich, ja, na, Oh. Jetzt verstehe ich.
Das soll die Oma sein. Wahrscheinlich. Ja, die Oma gefressen. Hat sich dann in das Bett gelegt. Und hat Rotkäppchen auch gefressen. Soweit ich weiß, ja, in meiner Kindheit, ja, hat der Wolf einen Bauch voll Steine gehabt, ne? Weil die den ja ausgetrickst haben. So für eine Scheiße, Junge. Kann nicht sein. Aber schon krass, dass man als Kind erzählt bekommt, ja, ein Wolf hat eine Oma gefressen. Naja, ist ja nicht so bildend. Ziemlich einladend. Gott sei Dank ist dieses Zimmer zu. Dabei können wir sogar spielen. Wie hat das Kind das hier überlebt, Alter? Alter, bist du im Schatten, ey. Von so einem Baum, bitte nicht. Da habe ich sogar noch eine Story mit dem Cyborg, Alter. Oh, die erzähle ich euch ein andermal. Was haben wir hier? So ein Glöckchen. Glöckchen. Ey, diese Spiegel gibt es überall, Alter. Die haben... Die haben so viele Spiegel, also so viele kleine Spiegel, ja. Wie ihr zu Hause Kugelschreiber habt, ja. Zählt mal bitte alle zu Hause eure Kugelschreiber, ja. Und die zählen hier ihre Spiegel. Die betreffen euch locker easy. Obwohl Kugelschreiber, jeder hat tausende davon. Geiles Spielzeug für ein Mädchen. Also, es ist ein Mädchen. Ja, zu 100%. Also das würde mich als Vater sehr, 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 ne? Das ist der Vater wahrscheinlich, ja. Also wir. Blumen, Bäume, Gras. Dann das Kind ohne Emotionen. Was auch immer das bedeuten mag, das weiß niemand. Und die Mutter und durchgekritzelt. Auch keine Haare auf dem Kopf. Trauma, Trauma, Trauma. Alter. Also, das Kind war natürlich auch künstlich begabt, ja, wie der Vater selbst. Ja, ich... Und da sieht man ja, okay. Ja, jetzt wissen wir es. Die Mutter ist gestorben. Wahrscheinlich auch an diesem Feuerausbruch. Wage ich zu behaupten. Aber was ist das? Was ist diese schwarze Person? Genauso wie hier auf dem Bild. Ne? Wer ist das? Was ist das? Ich will es gar nicht wissen, Alter. I know you're not colorblind. Was steht da? Alter, diese Schrift. Why pink? What is this? Das hat wahrscheinlich der Vater geschrieben. Aber warum ein pinkes Pferd? Einhorn. Wollte wahrscheinlich ein Einhorn mal, ne? Warum pink? Panda, das Panda-Buch. Wieder Dominoschneide. Sehr viele Teddys. Beth this. See the death. Beth is death. And, naja, ob das jetzt zufällig ist oder nicht, das, Als ob die hier gut geschlafen hat, kannst du mir hier nicht erzählen, Alter. Das ist wahrscheinlich ihr Hund gewesen. Alter. Was für Puppen, Alter. Nee. Albtraum. Tür schließen, damit die Puppen ja nicht rauskommen, Alter. So. Ich würde sagen, wir werden unten jetzt, weil ich werde hundertprozentig nicht meinen Fuß in den Keller setzen. Jetzt werden wir das Ganze öffnen. Ich finde diese Bilder so komisch. Wir werden jetzt den Raum öffnen.
Alles klar. Eine Ermordung. Ich höre wieder die gleiche Musik wie vorhin. Krieg's diesmal richtig hin. Deep breath. Remember, you're professional. It's just the first few strokes, then you're over the thing. What's so hard about it? Das stimmt eigentlich. Zwei Striche und du bist drüber hinweg. Pferd? Das ist ja für Bilder. Für Bilder, Alter. Das ist cool. Das ist wieder... Pinkelt sich auf den Fuß. Nee, pinkelt... Ja, doch, pinkelt sich auf den Fuß. Ich dachte, das hätten wir lesen können. Leider doch nicht. Ah, doch nicht. Na. Nope. Wie gesagt, der Typ hat ein gehöriges, ja, gehöriges Alkoholproblem. Ja. Krasser geht's nicht. Viele Pinsel, Alter. Boah. Alle zerbrochen. Und was auch immer hier gemacht hat. Okay. Dann werden wir jetzt wohl das Tuch von der Leinwand erheben und schauen, was passiert. Da ist ja eigentlich noch nichts. Ja, und jetzt? Ist jetzt hier irgendwie was auf? Vielleicht? Nicht? Vielleicht ist jetzt die Tür auf? Moment mal. Ich bin draußen. Das war nicht... Wir hatten einen ganz anderen Eingang, ja. Da war nämlich... Da war ein Tisch, ja. Alter. Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray. Es fängt ja echt gut an. Es fängt gut an, Alter. Ja, Bücher. Was haben wir hier? Ja, wieder. Ja, die sehen auch manchmal echt alle gleich aus. Yes. Auch wieder nur Zigaretten oder... Keine Ahnung, die sind ja auch Pinselkisten Kisten oder so. Ich habe keine Ahnung. Oh, Wackelstuhl. Nur... Wir haben hier ein Licht. Oh. Ey, man fühlt sich in Licht echt viel sicherer. Also außerhalb der Reichweite. In den nächsten Raum. Es gibt kein Zurück.
Bilder scheinen immer normaler zu werden. Was haben wir hier? Leider auch nichts zum Lesen. Überall nur Bücher und wir können die alle nicht lesen. Okay, dann wäre das Spiel auch relativ länger als 5 Minuten. Kreislauf. Immer wieder im Kreise. Ja, immer am Trinken oder was auch immer das sein mag. Vielleicht ist es auch Blut, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Aber ich hoffe, es ist Wein. Das ist auch nichts. Kann man das Licht anmachen? Ja, kann man. Ich liebe Licht. Ich liebe Licht. In solchen Spielen ist Licht unser Freund. Ja, das müsst ihr checken. So, nächste Tür. Ein Wunder, dass hier nie irgendwas zerfällt. Oder runterfällt auf unsere Fresse. Ja, okay, nee, auch bei Augen anstrengen wird das nichts. Das Flüstern kommt aus der Kiste. Naja. Ich will nur nicht wissen, warum. Okay. Ist es auch ein Brief? Können wir nicht lesen? Noch einmal die gleichen Bilder. Kerzen. Vier, acht, fünf. Ja, was soll das bedeuten? Ach so, gibt es ein Schloss. Vier, acht, fünf. Die Vergangenheit holt dich ein. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Ja, wie gesagt, der Dingsring, der Hochzeitsring, den sie ja nicht lange tragen konnte anscheinend. Lol. Niemals vergessen. Nein. Einfach nein. Aber ich würde sagen, ich beende hiermit die Folge und wir werden in der nächsten Folge hier unsere Reise. Was war die Tür, Alter? Geh zu. Die Reise fortsetzen. Ich hoffe natürlich, die erste Folge hat euch gefallen. Wenn euch das Spiel gefällt, könnt ihr euch das natürlich auf Steam kaufen. Oder ja. Nee, das war's. Ja. Und hoffe ich natürlich, dass ihr weiterhin vielleicht viel Spaß habt auf meinem Kanal. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Lea Sophia oder bei einem meiner anderen Let's Plays. Bis dann. Ciao.